Heiler. Nee, Paraheiler. Trank. Top-Trank. Top-Äther. Ich muss unbedingt gleich die TMs wieder hier rausschmeißen. Oh, Top-Trank. Okay, ich schätze mal, dass es komplett auffüllt oder so. Dann machen wir nochmal Hornattacke und dann hoffe ich. Ja, Donnerblitz. Läuft bei dir, ne? Oh, gut, dass ich geheilt habe. Oh, Junge. Nee. Versuch anzu. X-Tempo. Ja, mach. Ich hab trotzdem angefangen. Nice. Super. Yay. Lars erreicht Level 24. Sehr schön. Ja, du besiegt Major Bob. Das war gar nicht so schwierig. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. 2007. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. TM24. Ach, Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ist noch irgendwas? Ich gebe dir noch einen Tipp, Junge. Elektrizität ist enorm kraftvoll, doch sie hat keine Wirkung auf Boden-Pokémon. Ist ein Nidoran oder ein... Wie heißt denn das andere? Nidorino. Ist das ein Boden-Pokémon? Übrigens hat der, glaube ich, einen Irokesen, der Typ. Und kein Gesicht mehr. Okay. Wunderschön. Ah. Wir haben trotzdem kein Dings. Markt? Wo ist er hier? Da, Poké. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Pokémon Center, Pokémon ist wieder fit, bla bla bla. Ich muss mir mal gerade noch was zu trinken holen in der Zeit, wo das hier am Aufladen ist. Ich bin auch sofort wieder da. Hätte ich gerade fast meine Tastatur runtergerissen. So, ich mache mir mein Getränk mal gerade auf. Ist zwar schon der zweite Energy Drink für heute, aber ich habe momentan nichts anderes hier. Ich hatte eigentlich bis gestern noch so eine Pepsi Twist hier stehen. Aber ich habe mich auf der Arbeit vergessen. So. Ich gehe mir hier an den Rechner. PC von Jule. Das war doch für Dings, ne? Ablegen. Bla bla. Superball. Stimmt, wir haben Superball gefunden. So, TM19 kann weg. Dass das da unten nicht bleibt, ne? TM30. Wie gesagt, ich glaube, das Inventar ist in Gold viel, viel größer. Beziehungsweise die TMs und die VMs und so, die haben halt alle ein eigenes Fach und werden nicht alle in einen großen Rucksack geschmissen. So. Pokebälle.
gerade mal, ich will gerade mal gucken, wie viele Pokébälle wir noch haben. Pokéball 7. Ja, und den einen Superball oder was es ist. Dann. Dennis ist Level 21. Dennis, muss man hier ein bisschen. Muss man hier nach oben. okay. Da kann man, glaube ich, mit dem Zerschneiden, oder? Diktas Höhle. Ich glaube, da kann man mit... Ja, jetzt bleibt das da unten. Ich glaube, da kann man mit dem Zerschneider weiter. Diktar! Ah, jetzt hat er gesagt, Diktar ist bestimmt ein Boden-Pokémon. Aber Ruckzuckhieb ist ja keine Elektroattacke, deswegen reißen wir damit auch was. Ey, hier kann man nicht mal 2 Meter fahren, ohne dass so ein verschissenes Dick da hier antanzt. Oh, das war aber nötig, ey. Oh, Level 22 sogar. Ich wollte gerade was sagen, aber mache ich nicht, weil es ist eine Überraschung. weil ich habe nämlich keinen Puffer mehr. Das bedeutet, ihr würdet das heute direkt erfahren, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Deswegen behalte ich das mal noch für mich. Ihr könnt mich ja irgendwann mal nochmal drauf ansprechen, was das jetzt war, oder vielleicht merkt ihr das auch selbst, was da kommt. Ja gut, können wir hier Dennis auch ein bisschen leveln. Oh, mein Bauch juckt. Level 15. Oder kommen wir jetzt hier irgendein Kaff, wo ich noch gar nicht war? Oh nein! Ein bisschen hätte ich auch noch abziehen können. Dennis erreicht Level 22. Ich möchte eigentlich mal Dennis auf Level 26 kriegen, sodass er gleich auf dem Alex ist. Weil Alex, weil Dennis muss eigentlich der Teamstärkste sein. Weil es halt ein fucking Pikachu ist, was die ganze Zeit neben mir her dackelt. Hinter mir her, Entschuldigung. Mein Kopf hat gerade etwas gejuckt. Es juckt überall. Nein. Ach, meine Nase pfeift. Gott. Raus ohne Kämpfen, bitte. Da kann man lange. Was ist das hier? Wer bist du? Ach, wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel die Zerschneider, anwenden. Ja, ich hab den auch. Da kann ich gleich nach unten gehen. Was mit dir? Ich suche nach Pipi. Nein. Oh je, wenn das so ist. So. Pokémon. Ich bin das halt immer noch gewohnt, ey, von Gold. Dass man das einfach anquatscht und dann... So, was, wo sind wir? Was ist das denn hier für ein Haus?
Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Vor allem 5. Also, Jule, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Super, du hast 22 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier hast du dir redlich verdient. Vor allem 5. Blitz. Das heißt, ich kann... Yay! Ich will jetzt nicht Pikachu geben. Ach, ficken, ey. Mit der vor allem Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Hallo, nicht weglaufen. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Was sind wir denn hier? Oh, ein Item. KP Plus. Okay. Noch ein Item. Mondstein. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich bin ja gerade schon sehr verführt. Die restlichen... Obwohl, ich kann es ja auch hier auch einfach rausschneiden. Werde ich auch tun. Das heißt, wo muss ich denn überhaupt hin? Also ich gehe jetzt nochmal zurück nach Alabastia. Ich weiß nur nicht, wo wir uns wiedersehen. Werdet ihr direkt sehen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier die ganzen Dinger noch abklappern, wo ich Zerschneider machen kann. Ja. Genau. Wisst ihr also Bescheid. Bis nachher. Gen! Ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass Traumatum meine Träume fressen wollte. Was ist das? Wo kommt dann die TM her? Das ist mir unheimlich. Hier, du kannst sie haben. TM 42 erhalten. Was ist das? Ach, TM 42 ist Traumfresser. Na gut. So. Da war ja noch was. Und zwar sind wir hier gerade in... Oh Gott. Marmoria City und hier gab es ja dieses Museum. Und ja, da war ja noch so nebenan so ein Gebäude. Und da konnten wir nicht rein. Aber da wir jetzt den Zerschneider haben, können wir da rein. Und dann werden wir mal sehen, was uns da erwartet. Unser besonderer Stolz sind 2 Fossilien von äußerst seltenen prähistorischen Pokémon. Ich habe auch ein Fossil. Du hast hinter dem Tresen nichts zu suchen. Naja, egal. Weißt du, was Bernstein ist? Ja, das ist doch dieses hart gewordene Harz von Bäumen. Oder nicht? Aber nein. Bernstein ist ein versteinertes Baumharz. Ja. Hab ich gesagt. Es soll ein Labor geben, in dem man versucht, aus alten Bernstein-Urzeit-Pokémon wieder auferstehen zu lassen. Wie soll das denn funktionieren?